Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin Nana Sturm und ich begrüße euch ganz herzlich hier auf unserem Kanal rund ums Matri-Wissen. Und unser Thema heute, seht doch selbst. Der erste internationale Matriarchatskongress 2003 in Luxemburg. Das war ein Ding. Ich wäre gern dabei gewesen, ich war nicht dabei. Aber warum ich heute darüber mit euch reden möchte und was ich euch vorstellen möchte, ist nicht nur dieser Film, die Dokumentation, die filmische Dokumentation. Da gucken wir gleich nochmal rein. Was mir ganz wichtig ist, ist vor allem die Buchpublikation, die dazu erschienen ist. Herausgeberin ist die Heide Göttner Abendroth. Die hat das damals auch organisiert, das Ganze, dankenswerterweise. Und es ist erschienen, Edition Hagia zusammen mit Kohlhammer. Warum ich dieses Buch hier heute empfehlen möchte, das ist einfach, weil es für mich der Einstieg war in das Thema Matriarchat. Also nicht der allererste Einstieg, da gab es vorher nochmal Begegnungen mit diesem Buch von Göttner Abendroth, die Göttin und ihr Heros. Da werden wir später auch nochmal drüber reden. Aber Gesellschaft in Balance, das hat mich wirklich sehr fasziniert, weil es halt ganz unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema zusammenträgt. Ja, also logisch, bei einem Kongress kommt halt jeder, der irgendwas damit zu tun hat, zusammen, von wirklich in diesem Fall weltweit. Und es sind also Menschen gekommen aus indigenen Völkern zum Beispiel. Ja, also von den Musu sind Leute da vor Ort gewesen und haben also wirklich ganz persönlich über ihre Erfahrungen in ihrer Gesellschaft geredet. Es gibt hier den Teil 1, das ist Theorie und Politik der Matriarchatsforschung. Dann matriarchale Gesellschaften der Gegenwart in Asien, also es sind die Minangkabau, die Mosu. Dann matriarchale Gesellschaften der Gegenwart in Afrika und Amerika. Da gibt es die Tuareg, die Kabylin und ganz toll, ganz interessant, Yucatan in Mexiko. Ja, also Mexiko ist ja so ein Land, was wir so mit Machismo verbinden. Und in Yucatan gibt es aber ganz starke, selbstbewusste Frauen, die diese Stadt wie einen gemeinsamen Haushalt organisieren. Und ja, sehr faszinierend. Vortrag von Veronika Benhold-Thompson, die hat auch andere interessante Sachen dazu geschrieben, auch zur Subsistenzwirtschaft. Subsistenzwirtschaft, also Selbstversorgung quasi, das ist ja auch ein ganz wichtiger Begriff, wenn wir uns mit zukunftsfähigen Alternativen beschäftigen. Gut, es geht hier in dem Buch weiter mit matriarchale Gesellschaften in Geschichtstheorie und Geschichte. Also da ist zum Beispiel die Christa Mulak, die über Matriarchat im alten Israel erzählt, zum Werk von Gerda Weiler. Ja, gerade für Leute, die irgendwie eine christliche Vorbelastung haben, ist das natürlich auch sehr spannend, sich von der Seite aus damit zu beschäftigen. Es geht im letzten Teil dann noch um matriarchale Politik, Spiritualität, Ästhetik und Medizin. Ihr seht, es sind also ganz viele verschiedene Positionen hier in diesem Buch zusammengetragen. Und ich, ja, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Begeisterung heraus möchte ich euch das ganz herzlich empfehlen. Und dann habe ich gedacht, ich brauche den Film nicht mehr sehen, weil es gibt halt auch eine filmische Dokumentation von Uschi Madejski und Gudrun Frank-Wissmann. Ja, und ich habe das dann doch gesehen und war ganz berührt, weil es wirklich nochmal eine sehr, sehr schöne Ergänzung ist. Und weil es einen anderen sinnlichen Eindruck nochmal wieder gibt. Wir gucken einfach mal ganz kurz rein. Folgen Sie uns auf eine Reise zu den vortragenden Persönlichkeiten und zu ihrem jeweiligen Gegenstand. Ich gebe jetzt eine Definition der matriarchalen Gesellschaftsform. Auf der ökonomischen Ebene sind Matriarchate gekennzeichnet von perfekter Gegenseitigkeit. Deshalb definiere ich sie ökonomisch als Ausgleichsgesellschaften. Auf der politischen Ebene definiere ich sie deshalb als egalitäre Konsensgesellschaften. Auf der spirituell-kulturellen Ebene kennen matriarchale Gesellschaften keine religiöse Transzendenz mit einem unsichtbaren, ungreifbaren und unbegreifbaren, aber allmächtigen Gott, männlich, dem gegenüber die Welt weiblich abgewertet wird.
Die Minangkabau auf Sumatra verbinden Matriarchat, Islam und Fortschritt. Peggy Reeves Sanday, Professorin für Anthropologie, Universität Pennsylvania. Okay, mit diesem Vortrag habe ich eine relativ leichte Aufgabe. Ich reflektiere die Bedeutung von Matriarchat aus der Sicht von Leuten, die sich selbst als solches bezeichnen. Ja, genau. Von Ushima Deisuke gibt es übrigens ein hervorragendes Interview im Netz zu finden. Das verlinke ich euch unten mal. Das ist auch sehr gut geeignet, wenn man einfach eine Einführung nochmal haben möchte in das Thema. Sie berichtet da von den Mosu, also einen heutiges matriarchales Volk, und sie beantwortet aber auch irgendwie so grundsätzliche Fragen. Also die Reporterin fragt dann auch so Sachen, wie kann das sein, dass wir Kriege haben, obwohl wir doch eine Bundeskanzlerin haben, eine Verteidigungsministerin und so. Genau, da gibt es kluge Antworten von Ushima Deisuke. Wie gesagt, Link zum Interview gibt's unten. Und jetzt gucken wir noch in einen letzten Ausschnitt aus dem aus der Dokumentation Gesellschaft in Balance. Und mein Favorite. Viel Spaß. Als ich zum ersten Mal James Mallard traf, das war an dem Abend, als wir die Gesellschaft Türkische Freunde von Çatal Yük gründeten. Am Ende des Abends sagte ich zu James Mallard, welche Rolle spielten die Frauen in Çatal Yük? Er schaute mich an und sagte, Frauen sind Zivilisation. Das war eine sehr starke Äußerung. So, ihr Lieben, das war's auch schon für heute. Sei laut und sei leise, sei Schatten und Licht, sei albern und weise und fürchte dich nicht. Ich hätte es fast vergessen, ich wollte euch aber unbedingt noch darauf aufmerksam machen, dass es demnächst, also im März 2021, eine Tagung in Berlin gibt zu interessanten Themen, und zwar vom Matriforum veranstaltet. Matriforum findet ihr also auch im Internet. Am 20. März 2021 ist das. Da geht es um Alternativen zu unserem heutigen Wirtschaftssystem. Ja, da gibt es 4 Vorträge von den Referentinnen Christian Felber, Simone Wöhrer, Andrea Bayer und Heide Göttner-Abendroth. Unter anderem zu folgenden Fragen: Welches Wertemodell liegt unserem aktuellen Wirtschafts- und Finanzsystem zugrunde? In welcher Gesellschaftsform leben wir eigentlich und gibt es Alternativen? Welche Auswege aus dieser lebensbedrohlichen Krise kann die Gemeinwohlökonomie aufzeigen? Welche Bedeutung hat das Prinzip des Schenkens? Ja, da erinnern wir uns auch dran irgendwie. Wir haben da ja über die matriarchale Ökonomie schon mal gesprochen. Prinzip des Schenkens, ganz wichtig. Wie kann postkapitalistische Praxis aussehen und welche Rolle spielt die Subsistenzperspektive? Und welche Schlüsselfunktion kann gerade der Blick auf die Ökonomie matriarchaler Gesellschaften einnehmen, um unser aller Überleben zu sichern? Ja. Am 21. März ist dann ein großer Festakt zum 80. Geburtstag von Heide Göttner-Abendroth mit internationalem Publikum, was da versammelt ist. Und ja, das wird sicher schön. Genau, vielleicht sehen wir uns da ja. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Und dann, ja, macht's jetzt nochmal gut.